So, ihr Stricher und Zuschauer da draußen. Ich habe Gina, die Edelhure, wieder dabei. Na, war ein Witz, nein, es ist nur Sven. Auch wenn mir eine Hure lieber gewesen wäre. Aber wir stehen jetzt vor... Jetzt stehen wir vor Bob. Und, Bob. Der Bob. Bob der Laberkopf. SpongeBob. SpongeBob. Er hat SpongeBob gesagt. Ich pack mal Useless nach vorne. Useless ist auch der Spitzname von Sven. Und, Und von deiner Mama. Gestern Nacht. Ach, der war richtig scheiße, war der. Ich weiß. Ich wollte einfach nur deine Mutter beleidigen. Ach so, ja. Lass meine Mutter aus dem Spiel, dann lass ich dann aus dem Keller, Freund. Ja, ja. Ich weiß. Okay, dann labern wir mal mit Bob, dem Laberkopf. Stillgestanden. Nö, du bist... Nö. Du weißt, du stehst voll ruhig. Stillgestanden. Was meint er hier, dass er mein Sergeant ist oder mein Corporal? Willkommen in der PKMN-Arena. Aha, er hattet wohl kein Geld mehr für ein O, ein E und ein O. Pokémon, ja stimmt. Von Oralia City. Oral. Was ist das? Eine halbe Portion als Herausforderer? Du hast ganz schön Mum. Mich zum Kampf herauszufordern. Du Wicht. Oha, das war krass. Ein Pokémon-Kampf ist kein Zuckerschlecken. Nein, Salzschlecken. Junge. Du hast keine Wahl. Du musst aufgeben. Du musst aufgeben, Junge. Junge. Alter, ich du töten dich, Junge. Wer da steht. Schwuchteln möchte kämpfen. Reitschuh. Oh Gott. Ja, raste aus. Du bist One-Hit. Wetten, er kann Donner oder so. Scheiße. Raste aus! Los, schläfe es ein mit deinem Schlaf, Bruder. Yeah. Raste aus! Ich glaube, du bist am Verlieren. Raste aus! Du hast es immerhin schon mal paralysiert. Paralysiert, Alter, ich hab paralysiert gesagt. Ja. Es kann mega hießen. Nein! Du blödes Drecksbacardi! Ja! Daneben! Ja! Ja! Slam trifft! Ja! 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 Und schafft er es oder nicht? Komm, das ist One-Hit und tot! Ja! Du wünschst mir das Schlechteste, ich hasse dich voll. Ist doch nur Spaß, Alter. Ja. Du packst ihn eh jetzt mit Geowurf. Ach was, tu ich eh nicht, nein. Ich sehe das doch kommen, dass der mich jetzt gleich mit 1 KP ownt. Siehst du, da ist der 1 KP. Und, bist du tot? Das ist die Frage der Fragen der Fragen der Frage. Du hast überlebt! Ja. Und ja, oh. Mit Crit gekillt! Ja, ja. Und noch nicht mal ein Level up. Das ist ja... Na, nö. Oh, du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Also außerdem verleihe ich dir den Donnerorden. Dönerorden. Döner, alter Junge, Dönerorden für dich. Erhöht die... Imitative. Was ist Imitative, hä? Deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon jederzeit... Fliegen! Fleisch einsetzen! Du bist ein besonderer Junge! Junge! Nimm das hier, dein Rucksack ist voll! Dein Rucksack ist voll, Alter! Junge, nee, oder? Ess den Mondstein einfach auf! Genau! Stell mir das ganz plötzlich vor, wie du so ein Mondstein auf isst! Ach, ich gebe Wodka einfach mal den Sonderbonbon. Denn es hatte nur einen EP gebraucht bis zum nächsten Level. So. Ja, dann würdest du sagen, ich... Ja, jetzt geht's auch mal weiter. Blablabla. Die Initiative, was ist die Initiative? Können wir jederzeit Fleisch einsetzen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. Das ist das zweite Mal. Team 24. Boah, das ist Donnerblitz, Alter. Ja, Mann. Ja. Ja.
gehe erhobenen Hauptes und alleine aus dieser Arena wieder heraus. Boom, Junge. Der Pikachu ist tot. Stell dir vor, jetzt könntest du keinen Zerschneider einsetzen. Lol, hast du das gerade gesehen? Das finde ich ja auch irgendwie lustig. Wenn man einem besiegten Pokémon Sonderbonbon gibt, erlangt das wieder KP dazu. Nämlich die KP, ja, die es bei einem Aufstieg dazu kriegt. 2. Krass, ne? Lol, das ist ein lustiger Bug, finde ich. Ja, das kannst du auch bei der neuen Generation machen. Dann musst du keinen zum Beispiel Beleber benutzen. Wenn du keine mehr hast. Krass, ne? Ja, ich möchte mich gerne um das Shiggy kümmern. Jetzt bekommst du das Shiggy. Möchtest du dem Shiggy einen Spitznamen geben? Moment. Bacardi, Wodka, Tequila, Rum. Ah, das ist gut. So Fluch der Karibik, inselmäßig, weißt du? Wasser-Pokémon. Rum. Genau. Alter, bin ich Gott. Aber behandle okay. Shiggy gut. Nö, da kannst du. Nö, eigentlich nicht. Nee, gar nicht. Nee. Shiggy Level 10 haben wir bekommen. Unnötig, dass es Level 10 ist. Ja, es könnte so Level 30 sein, ne? Zumindest mal 20, dann brauchst du nicht mehr so viel zu trainieren. Ja, das ist das, was die hier abziehen, ist echt nur schwul. Ja. Oder ist es wirklich Level 10? Oder? Ja, doch, es ist Level 10. Aber es sieht geil aus. Shiggy! Krasse Sache. Egal wie geil das aussieht, es bleibt trotzdem schwul. Aber es bleibt in deinem Team oder was? Ja, okay, doch. Also, weil du hast es ein. Egal. Egal! Moment. Useless! Mist, ich kann's. Useless! Ich kann's nicht freilassen. Mist. Hast du nicht irgendwie noch einen EP-Teiler oder so? Nein, dafür muss man erst 30 oder 50 Pokémon fangen. Mach das doch eben. Klar! Du Witzbold, du. Ach, ich bin so unlustig. Ja. Ach, warum gehst du schon wieder dahin? Weil ich Useless freilassen will. Ach so. Nein! Schalte den PC ein. Bilds PC. Die Verbindung zu Bilds PC wurde hergestellt. Du hast Zugriff auf das Pokémon-Lagerungssystem. Pokémon mitnehmen. Ablegen, verdammt. Oh, fick. Fuck. Welches ist es jetzt? 14 ist ratzfatz. Ja, okay. Ich meine mal irgendwo einen Bug gesehen zu haben, in dem das freigelassene Pokémon im nächsten Gras wieder auftaucht. Echt? Ja. Oder, doch, ich glaube, das kam sogar mit Namensbenennung und KP. Das hat irgendwie. Ja, das wäre doch voll geil, wenn du zum Beispiel ein Shiny Mewtwo weglegst. Ja, genau. Ich leg auch ein Shiny Mewtwo weg. Ey, warum hast du die kein Mew gefangen? Hätte ich machen können, aber wozu? Hast du ein geiles Teammitglied? Das bringt einfach gar nichts. Stimmt. Jetzt kommt es nämlich wild. Klar, genau. Als Spaß dran hat, ne? Ja. Kann das schon Aqua knallen? Nö, aber Blubber. Alter. Blubber. Yo, Blubber. Ja, ist okay, ne? Solange es uns nicht killt. In etwa so. Ja. Aber es wird dich töten mit Erdbeben. Wobei es sogar kein Erdbeben kann. Du meinst Intensität. Das kannst du, glaube ich, gar nicht lernen, oder? Und you bam! In your face! In your face, Dick. Es hat ja eigentlich nur ein Face, oder hat es Füße? Weil es hat bestimmt so Menschenfüße unten drunter, ne? Nee, eben nicht. Sondern nur so ein Bauch. Mit Penis. Ja. Cool. Das müssen wir jetzt ein bisschen trainieren, ne? Das muss ja schon mindestens auf 20 trainiert werden. Oder in die Nähe von 20 zumindest, oder? Ja. Etwa. Keine Ahnung. Rum. Ich habe jetzt Hunger auf Rum, genau. Hunger auf Rum, ja. Ah, der war. Zieh dich mal einem IQ-Test. Lass mich in Ruhe. Ich werde hier von allen Seiten belästigt. Ach, fick dich. So viel zum IQ-Test. Das war jetzt nicht nötig. Dass er mir Crit gibt, auch nicht.
Ja, genau. Alles unnötig. So wie dein Leben? Oh, bin ich gemein. Der war böse. Bin ich gemein böse, Alter. Jünge, warum hast du keinen? Okay. Super Trank. Voll ins Gesicht. Blatt. Ja, 27 Kraftpunkte und ein Supertrank dafür verschwendet. Das ist natürlich, das ist sehr gut. Optimal! Ja. 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 Oh mein Gott, ein wildes Dick da. Es ist so dick. Mit seinem dicken, dicken da. Ding. Da. Nein. Ja, doch. Ja, kratz mich ruhig, ist okay. Wie soll das sich eigentlich kratzen ohne Hände? Weiß es nicht. Mit seiner Nase oder was? Nee, mit seinem Dick. Wortspiel. Oh, es juckt so, kratz mich. Kratz mich, los! Es wird dich vernichten, eiskalt. Hab ich auch so das Gefühl. Warum ziehst du den so wenig? Wegen seinem schwulen Heuler. Aber Blubber ist speziell. Ich glaube, das gab's damals noch nicht. Ist ja schwul. So viel zur ersten Generation. So was Schwules. Die erste Generation ist ja auch nicht so toll, oder findest du sie toll? Das habe ich nie gesagt. Die ist scheiße. Ist der letzte Dreck. Aber ich mag sie trotzdem. Ja, ich auch. Und du bist Level 12. Stell dir vor, dein Rum hätte den Arena hätte besiegt, dann wär's direkt Level 15 gekommen oder so. Genau, weil Donnerblitz auch so überhaupt nicht effektiv gegen meinen Rum wäre. Vielleicht bist du ja Wasserboden. Genau. Und Megakick hätte auch überhaupt nichts ausgerichtet. Ja, Wasserbodengeist. Genau. Wasserbodengeist, alles klar. Wie geil wär das Pokémon bitte? Shigi, das neue Wasserbodengeist-Pokémon. Die neue Auflage. Ja. Und die Tatsache, dass man Shigi erst nach der Arena kriegt, ist nebensächlich. Ja, genau. Du musst einfach das Spiel ein bisschen buggen. Genau. Übermacht. Genau. Du rennst einfach 120, mir egal, wir machen jetzt Pause. Oder eher Partende, würde ich sagen. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.